Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Magicka mit Timo. Und Steffen. Oh, wir starten mal direkt hier voll durch. Der Raum Tea Time ist noch offen. Das Passwort passe ich auch wieder an. Zack. Jetzt habe ich natürlich wieder hier falsch gemacht. Das war ja klar. Wir wollen natürlich Abenteuer spielen. Und wir Wäre wollen besser. ein neues Abenteuer starten. Und dann will ich hier meinen Magier natürlich noch anpassen, weil Prinzip. Ich muss sicher schon beitreten, sehr gut. Du müsstest beitreten können, aber sowas von. Ori, nehmen wir den mal. Der ist doch hübsch. Aber nicht im Braun. Braun ist doch hässlich. Wir nehmen ein schönes dunkelgrün. Dunkelgrün ist schön. Ich Oh. bin schon mal im Raum. Ja, Alles hier gut. wieder der Steffen, der kleine DLC-Proll. Dann auf zum ersten Abenteuer. Kapitel 1. Die Schunkelbedrohung. Startet jetzt. Verweilt ein wenig und lauscht auf. Dann erzähle ich euch eine Geschichte. Sie handelt von Kerkern und Kriechechsen, Großorks und Goblins, Ghulen und Geistern, Königen und Erkundungen. Aber zuvorderst von Zauberern und na, von Zauberern. Es war einmal ein Land, Name Midgard. Dort lebte ein mächtiger Zauberer namens Grimnir, den es drängte, die Magie in all ihren Formen zu beherrschen. Mit diesem Wissen und Zaubersprüche aus längst vergessenen Zeiten hätten die Zauberer des Ordens der Magie allen Landen ewigen Frieden schenken können. Aber der Orden der Magie fühlte sich von seinen Bestrebungen bedroht. Es wurden Ränke geschmiedet, ein heimtückischer Plan war geboren. Und so kam es, dass Grimnirs Anhänger aus dem Orden flohen und er selbst ans Weltenende verbannt wurde. Für immer. Und das alles nur wegen seines gefährlichen Wissensdurstes. Da Grimnirs abnorme Ambitionen zerschmettert dalag, war die Welt sicher. Wieder einmal. Abgesehen von den vermehrten Monsterbesuchen bei den armen Dörfern. Und abgesehen vom Kriegsherrn Khan, der die Orkstämme vereint hatte und nun die Prachtstadt Havindir bedrohte. Aber im dunstigen Glanze von Schloss Aldirheim, dem Sitz des Ordens, schickte sich ein brillanter Lehrmeister mit seinen Elite-Eleven an, zu verhindern, dass sich die Welt jemals wieder ändern sollte. Und zwar für immer. Sollte auch immer alles so bleiben, wie es ist. Änderung ist sehr schlecht, war. Oh, ich habe bei mir ganz kryptische Zeichen. Du meinst die links, die roten? Ja, die habe ich auch. Ja. Wie geil ist das denn? Keine Ahnung, scheint normal zu sein. Ja, nach dieser schönen Ansprache von unserem Nicht-Vampir können wir dann noch mal durchstarten. Was gibt's? Es gibt. Helday, look near Dunka Dunka Midgar-Jeltenfest. Party? Master the Oster. Mit Käse. Käseparty. Komm, lass uns die Käseparty suchen. Aber wir gehen erst in die andere Richtung. Vielleicht liegt da noch was. Meinst du? Man weiß nie. Ich kann mir die Erinnerung verändern. Können wir die machen? Wir können. Anlabern. Ich glaube, am Anfang liegt noch nichts. Nee, Wir auch haben kein ja Löffel. auch noch keinen Zauber und so. Also keinen Kannst du es gerade Zauberstäbe. eigentlich sehen, was er gesagt hat? Ja, konnte ich. Ich habe mich darauf geachtet, aber ich konnte es sehen. Er hat keine Löffel, die fehlen. Mist. Gefunden. Da sind sie. Nein, kein Käse mehr. Mist. Kacke aber auch. Schauen wir denn jetzt nur machen. Oh, Tina, je! Die Grimnir, die Skat
Feuerwerk, wuh! Mist. Oh. Was hat man davon? Niemand mit dem Feuer spielen. Oder der Magie. Ja, hier unten ist alles in Ordnung. Baut ruhig wieder zu, gar kein Problem. Tschüss. Banana, Banana. In Magicka experimentiert man mit Kombinationen von bis zu 5 Elementen, um Zauber zu erschaffen. Das Experimentieren ist ein wichtiger Faktor. Es gibt tausende von Kombinationsmöglichkeiten. Aber um überhaupt Elemente beschwören zu können, benötigt man einen Stab. Hole einen aus der Waffenablage. Stab. Zack. Oder ein Schwert, aber naja. Und den Lebenszauber haben wir schon mal. Oh, sollte näher rangehen. Oh. Hey. Ach, wir können ja nicht zaubern, okay. Sehe ich ein. Doch, Junge. Ich kann ihn aber noch nicht einsetzen, den Zauber. Jetzt kann ich ihn einsetzen. Wie mache ich nochmal Dings? Messerhieb. Bam. Feuerzauber. Wie machst du nochmal was? Messerhieb. Shift, also Großschreiben gedrückt halten. Ah, da. Wir brutzeln hier mal so fröhlich vor uns hin. Dann den vierten Zauber, den Elektrozauber. Oh. Ey, was machst du? Was produzierst du da eigentlich immer? Er hat auch nie abgesehen, Leute. Passt mal auf. Ja, ich töte den noch. Ja, du musst auch mal rüberkommen, sonst wird das hier nichts. Was bei dir? Du musst W und F machen, damit du. Ja, du musst W und F machen, damit du trocken wirst. W und F und auf dich selber, genau. Ich weiß, ich weiß. Du den rechten, nicht den linken Generator. Ich glaube, die wollen ja was anderes machen. Nein, du musst auf den Generator feuern, du Dödel. Nicht auf dich selber. Was nicht? Jetzt mach den Generator an, du. Geht doch. Es geht darum, dass man den Rundumzauber macht. Immer diese kombinierte Schicke. So, nächster Zauber, Kältezauber. Genau, friere mich ein, du Penis. Weißt du eigentlich, wie weh so eine Kopfnuss tut? Das war dann wohl der letzte Zauber, den wir erstmal erlernen. Oder das letzte Element, beziehungsweise das war das letzte Element. Und ein Zauber. Die Marquis verhasst A, S, F und Leertaste. Oh, das sollten wir jetzt nicht versuchen. Wenn du gerne möchtest, kann ich mich auch. Danke für euch. So, jetzt aber. Ja, genau, töte mich halt einfach. Ja. Ja, jetzt muss das. Wenn du mich schon so danach fragst. Fick dich, du Penis. Jetzt zieh durch, ich will wieder leben. Weißt du, nix kann er, aber das kann er richtig. Jäger muss man ja können. Wenn du wiederbelebt ist. Bald du den Hebel umgelegt, das müsste ich wiederkommen. Aber gar nicht, war gar nicht unser letzter Zauber. Unser letzter Zauber kommt jetzt. Der Schildzauber fehlt ja noch. Kannst du mal vorlesen, was da stand? Das Auge des Tyranns. Ja, ich lebe wieder. Jetzt gebe ich bloß nicht den Weg. Warte mal, wow, was ist das denn? Was ist was? Bei mir ist der. Ist dein Schildzauber richtig verkalkt, komisch. Was hast du da eigentlich für komische Dinger schweben gehabt? Das ist, wenn du Elemente um dich herum hast. Wenn du Elemente beschworen hast. Nerepa! Ich denke, Tilterner Fritzel. Wieso
bisschen im Messer. Anywho, sein Prop Fellknight, der war nur bra um die Tornado. Ja, wiederbeleben könnte bei uns beiden echt wichtig werden. Der war ja, super best definitiv. In der WH, Archidance. Unfälle, ja. So, dann gehen wir doch mal raus. Nee, Käse, nee. Käse ist doch alle. Hä? Käse? Geht auch nicht. Oh, dann gehen wir halt hier raus. Dass du nur so eilig hast, ey. Zwei doofe, ein Gedanke. Penis. Pass auf, ey, wir werden gesperrt, weil wir nicht jugendfrei agieren hier. Ja. Ich sehe das schon kommen. Alles deine Schuld. Ja. Ich kann dich instant wiederleben. Ich glaube, das ist gut, dass ich den hab. Was kann der eigentlich nochmal? Du kannst die Info gucken. Du kannst gar nichts. And a better trooper I can travel the bra. Ah, Gene. The bar is passing north. The pass of veteran. Jetzt komm! Wie kann ich nochmal die Info des Stabes nachgucken? Was weiß ich? Hab ich Löcher in den Pfoten? Du hast das Spiel schon mal gespielt, nicht ich. Ist zu lang her. Ja, bei mir ist das nicht so lange her, aber Tab. Ah, okay. Angsteinflößendes Licht, aha. Haben wir so einen toten Elch. So, du bleibst, ey, Steffen, du bleibst hier stehen, um mich notfalls wiederzubeleben. Und ich gehe rüber, da liegt nämlich eine Marquis. Ja. Ah, gleich musst du schaaa. Los, Muschel? Ja, du musst ein Stückchen mitkommen. Du musst ein Stückchen mitkommen. Du musst ein Stückchen mitkommen, du Penis. Ja, ich versuch es. Ja, lauf doch. Nee, ja, genau. So. Jetzt musst du mich wiederbeleben. Pass auf, ja. Du stehst in Flammen. Wasser. So. Jetzt haben wir nämlich Fett, was auch immer uns das bringt. Und da oben ist er auch drauf. Ja, aber wie kommen wir da hoch? Das habe ich noch nie verstanden. I don't know. Was ist denn Fett? Warte, hast Fett. Zack. Aber ich weiß nicht wofür. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Aber ich weiß nicht wie. Ich vermute, dass man da später erst hinkommt. Ja, es bringt auch nichts, wenn du den jetzt noch 10-mal anquatscht. Dann habe ich da was angezündet. Nein, du hast den Typen wieder angeklickt. Ach, das ist doch scheiße. Du klickst immer wieder den Typen an. Komm, wir kriegen die nicht. Die ist bestimmt für später irgendwann. Nein, die ist nicht für später. Ja. Ich habe auch keine Ahnung. Wie ging Fett nochmal? Wasser, Stein und... Und? Leben. Scroll einfach durch. Dann scrollst du die Farbe Zauber. Nein. Ich hab eine gute Idee. Ne, keine Ahnung. Sollst du weggehen an deiner Stelle? Ja. Und jetzt? Ach, das ist irgendwas passiert, wenn der verbrennt.
lieben es, gefährlich zu leben. Danke. Wo bist du hingegangen? Ja, du hast mich irgendwie weggekickt. Wie denn? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich auf einmal ans andere Ende der Karte geschleudert worden. W und A. Danke. Ja, hab ich schon. War nicht geplant. Er gönnt sich direkt die Bomben. So, halt am meisten. E, wie kommt man da hoch? Wie wär's mit Fett auf die Fackel? Oder die Fackel ausmachen vielleicht? Ne, so hoch komme ich nicht. Fett war das. Das war falsch. Das war. Hast du mal gleich mal, was ich gemacht habe? Das war fett. Also meine Behauptung ist ja, dass man da später dran muss. Ich muss nur seitlich hoch. Nee, du bist einfach hochgegangen, das geht echt. Tja, muss halt nur Skills sein. Entschuldigung, du hast den Checkpoint, oder? Ja, das hier oben sind Checkpoints, an denen kann man halt speichern, ist halt nützlich. Aha. Und auf geht's, würde ich sagen. Was ist denn I? Ja, den Ratten. Ja. Oh, Glitzerrobe. Wir werden auch feststellen, Tiger wird zu den nützlichsten Elementen. Nur Achtung, du sollst nicht sie töten. Nicht? Ich heal sie dann mal wieder. Hm, kriegen wir nichts für. Ah! Jetzt hab ich was Schönes. Zeig dir was. Danke. Zack! Gesehen? Ja, toll, du hast mich getötet und wiederbelebt. Ja, mit dem Stab. Ja, toll, ich kann dich auch wiederbeleben. Ja, müssen wir zwei Tick-Tick machen. Ich muss auch einen Eikick machen. Ah, Spinnen! Spinnchen! Mach keinen Spinnen. Ah! Ey! Du hast auch nicht gesehen, oder? Bisschen Rache? Haha. I am too fast for you! Haha. Schlecht. Ah. Björn. Hauptmann Björn. Der Herz. Hallo, Hauptmann Björn. Oh, guck mal, Besuch. Der Jig. Voll? Wo? Ah. Das gehört sich aber nicht. Hilft dir doch keine Menschen. Jetzt sollst du aus der Schussbahn gehen. Und ja. Alle tot. Jo, alle überlebt, ey. Doch, kann man gut machen. Ich glaube, der mittlere, der tut gleich umfallen. Ihr Titan war super lecks und die Klara, ne? So, Marshall Udog, men die Fägen Alta. Ni kann Xer haben, ne, man better. Möcht die Axt haben? Ja.
Das war's fürs erste Kapitel. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare. Vergesst kein Abo. Und wir sehen uns im nächsten Kapitel. Ciao. Ciao.